Willkommen zurück bei China Bridge of Spirits. Die Rods genießen die Aussicht. Da hinten ist die erste Stadt und die werden wir jetzt erkunden, sofern ich denn weiß, wo es lang geht. Wir schauen uns aber erstmal um. Denn überall könnte ja ein Rod stecken. Aber obwohl ja der Mini-Rod, den China da oben rechts auf der Schulter hat, der sagt uns ja immer, wo was sein könnte. Warum die Symbole hier immer leuchten, weiß ich auch nicht. Egal. Wir werden es noch herausfinden. Was ist das? Ein einfacher Stein. Okay. Der Stein der Weißen ist es nicht. Glaube ich jedenfalls. Ich denke mal, dass dieses Dorf hier der Dreh- und Angelpunkt sein wird. Das ganze Waldgebiet wird sich drumherum aufbauen. Sehen wir ja auch auf der Karte. Ja gut, da ist ein Gebirge. Und hier müssen wir eigentlich hin. Hilf Taro. Oh ja, Taros Baum heißt das Gebiet. Nur gut, da gehen wir gleich hin. Das Dorf. Warum ist hier so eine Barriere? Jungs, wisst ihr, warum da so eine Barriere ist? Könnt ihr anhand eurer niedlichen Knopfaugen da vielleicht durchgucken? Na, wahrscheinlich nicht. Die Quelle, die unter der Schmiede fließt, trägt mit sich die Energie des Berges oder irgendwie so. Da ich ja nicht immer so schnell lese, gibt mir das Spiel gar keine Möglichkeit, in solcher Hinsicht hier schnell was vorzulesen. Aber hier ist alles irgendwie noch verwuchert. Da oben ist auch so ein Siegel. Das könnten wir eigentlich mit den Rods brechen. Na verdammt, hier ist keine Menschenseele. Warum ist das so? Hier ist noch der Weg versperrt. Ich glaube, wir müssen erstmal nach da vorne. Das ist hier alles auch so eine Todeszone. Da müssen wir die Siegel brechen. Hilf Taro, reinige die Verderbnis im Dorfzentrum. Erstmal hauen wir den Jungs hier ordentlich einen auf den Sack. Löffeln ein wenig den Mut auf, denn ansonsten haben die Rods ja nicht wirklich Mut, um anzugreifen. Das wissen wir ja mittlerweile. Ah, die Punkte, die wir da bekommen haben, ja, gut, das ist jetzt nicht das Karma, glaube ich. Jungs, was macht ihr da? Achso, ihr guckt mir zu, ja, das ist ja toll. Wäre noch echt toll, wenn ihr so eine Cheerleader-Pompons hier in der Hand hättet oder so Fahnen schwingen würdet, wenn ich kämpfe. Das wäre auch geil. Rod anwenden. Direkt hier auf die Blume, ja? Oder auf das da hinten? Auf das da hinten. Okay. Aber das war's noch nicht. Wir müssen noch weitere Blumen beseitigen. Ah, so weit, so gut. Da ist auch noch eine Blume. Bin ich da dran vorbeigelaufen? Muss ich ja. Jetzt tut sich was. Ach so, jetzt können wir das hier auflösen. Aha, ein Hutwagen hätten wir entdeckt. Ich glaube, da können wir Hüte für die Rods auswählen. Das checke ich doch gleich mal ab. Karma und Upgrades. Entschuldigt bitte, mir ist gerade die Stimme weggeblieben. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rod findest. Im Upgrade-Menü unter Touchpad kannst du Karma einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. China kann ihre Basisfähigkeiten verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rod infundieren.
um mächtige Angriffe zu erschaffen. Ah ja. Ja gut, das haben wir ja schon gesehen. Und wir haben uns auch schon eine Fähigkeit gekauft. Nämlich den Sprintangriff. Den ich unbedingt mal ausprobieren muss. Da ist noch ein Rod drin. Da bin ich mir sicher. Oder ein Hut. Was ist das denn? Topf. Neuer Rodhut verfügbar. Okay. Auch geil. Wer schmeißt denn hier den Laden? Ach, die Rods selber. Auch geil. Hüte kaufen. Ach, dafür sind die Punkte. Na, guck mal einer an. Das ist ja nice. Ein Partyhut. Den hole ich mir. Habe ich jetzt zwei davon gekauft? Ne, einen habe ich gekauft. Ein Pilzhut hole ich mir. Ein Topfhut hole ich mir auch noch. Und ein Kuchen muss auch noch her. Ach, davon hatte ich schon einen. Na, egal. Hüte ausrüsten. Ja, machen wir. Ja, wem gebe ich denn das? Achso, das wird von selbst bestimmt. Ach nee, dann müsste ich mir noch weitere Hüte kaufen. Okay, ja, da wir 8 Rods haben, 6 von 8 tragen jetzt was. Und 2 gucken doof aus der Wäsche. Aber egal. Gucken wir uns das mal an. So sieht es dann aus. Auch geil. Ja, den mit dem Partyhut, den finde ich ja endgeil. Was haben wir hier? Warte mal, da kann ich doch bestimmt... Ah ja, da hat sich ein Rod versteckt. Vielleicht kriege ich das noch hin, während des ganzen Let's Plays die einzelnen Rods mit Namen noch zu betiteln. Aber ja, das lasse ich mir mal offen. Da sind sie. Auch geil. Ja, Jungs, ihr macht echt was her, ne? Okay, der eine mit dem Topf auf dem Kopf, der guckt ein bisschen grimmig rein. Ich glaube, dem gefällt der Hut nicht. Da ist noch eine Truhe. Haben wir da auch wieder ein Rod drin? Was ist das denn? Klee, neuer Rodhut verfügbar. Ja, nice. Okay, den kriegt jetzt der eine, der noch keinen Hut hat. Ich glaube, ich kann das hier nur ausrüsten. Ach nee, das haben die generell, glaube ich. Ach nee, da. Ach, das kann ich dann kaufen? Okay. Ja gut, kaufe ich einmal. Tatsache, jetzt sieht das anders aus bei dem da oben. Okay. Was mache ich hiermit? Ach, öffnen. Ich will das irgendwie immer zerschlagen. Mal schauen. Wenn wir hier vorne jetzt was freigelegt haben, dann schaue ich mich hier vorne nochmal um. Hier können wir jetzt auch weitergehen. Hier sind ja überall Rods. Da weiß ich ja im Endeffekt nachher gar nicht, wer gehört zu mir und wen kann ich noch einsammeln. Aber der kleine Rod, der sagt mir das ja, glaube ich, auch immer. Da komme ich auch noch nicht rein. Hier geht's auch noch nicht weiter. Wäre hier vorne ein Rod, dann würde der Mini-Rod das, glaube ich, anzeigen. Ich muss mich da vorne nochmal umschauen. Aber ich glaube, wir müssen hier auch weitere Todeszonen jetzt erlösen oder befreien. In dem Fall... Oh, Rod verwenden. Ach so. Ja, sind das nur die Karma-Punkte oder nicht? Ach so, das futtern die. Ja, ich glaube, das waren eher Karma-Punkte. Und das andere hier, das ist einfach nur eine Währung, um halt Sachen zu kaufen. Verfluchte Truhe. Uah, besiege alle Feinde. Okay, machen wir. Nimm das. Du kleines Holz-Axt-Männchen, wie auch immer du heißt. Es gibt bestimmt auch eine Gegner-Rubrik. Ich muss mal nachschauen, wie die heißen. Ach du Scheiße, jetzt kommt so einer. Rod verwenden und rauf da. Oh, Kina, ausweichen. Na, warte mal. Kann ich den nonstop schlagen und somit auch eventuell unterbrechen? Ja, das geht sogar. Okay. Hauen wir mal einmal drauf. Die sind ja relativ simpel. Ach so, jetzt können wir die öffnen.
Wenn wir eine verfluchte Truhe finden, dann kommen immer Gegner. Und dann muss ich die Gegner besiegen und dann kann ich die Truhe öffnen. Ich verstehe. Meine Güte, jetzt haben wir aber eine Menge Punkte bekommen. Dann schauen wir uns mal hier um. Auch zu geil. Die anderen größeren Rods heben das Ding immer an und unser kleiner steht immer oben auf dem Rand drauf. Der gibt quasi immer Anweisungen. Das ist der Anführer. Der kleinste ist der Anführer. Auch geil. Was ist das? Ah ja. Ha, hier kann ich wieder so viel erkunden. Das finde ich toll. Aber ich wollte mich ja da vorne nochmal umschauen. Und was ist das hier? Das hat gar nichts zu sagen, oder? Oder kann ich dagegen schlagen? Kann ich die Rods draufschicken? Nee, geht auch nicht. Hm, naja gut. Hier war der Eingang. Das hier vorne ist noch zu. Da hinten geht's auch nicht weiter. Obwohl, in die Hütte könnte ich vielleicht noch rein. Oder? Ah, im Moment geht das nicht. Ich weiß gar nicht, hat die Torte auf dem Kopf von dem einen Rotten Verfallsdatum? Weil wenn der hier mit einer Cremetorte rumrennt, ja gut, dann wird die ja irgendwann schlecht. Und das lockt mit Sicherheit dann auch Ungeziefer an. Und das muss ja nicht sein. Was ist das? Warp? Ah, ein Schnellreisepunkt. Dorfzentrum. Ach so. Alles klar. Schnellreisepunkte gibt's hier also auch. Was ja echt eine tolle Sache ist. Na Jungs, wollt ihr die nicht auffuttern? Hallo, ich habe die doch extra für euch aufgemacht. Oder habe ich die Punkte jetzt schon bekommen? Ach so. Naja, gut, vielleicht sind sie jetzt satt. Okay, dann geht's hier vorne weiter, glaube ich. Das ist doch der Schrein aus dem Startbildschirm. Was können wir denn hier machen? Ich mach mal den Impuls. Hat gar keinen Effekt. Da geht's auch noch lang. Überall sind hier die Rods. Geil. Da drüben, da komme ich bestimmt auch noch irgendwie hin. Hier komme ich bestimmt rüber. Ich weiß nicht, was wir noch für Sachen bekommen. Vielleicht einen Enterhaken oder so? Ich hoffe, wir kriegen auch bald den Bogen. Im Endeffekt ist ja der Stab der Bogen. Und China schießt, glaube ich, mit solchen Lichtpfeilen. Aber da kann ich was machen. Aber hier kann ich jetzt aufgrund meiner Fähigkeiten noch nichts weiter tun. Also gehen wir wieder zurück. Da vorne scheint auch noch eine Barriere zu sein. Hier tauchen überall Rots auf. Oh, ist man das? Achso, das war der eine mit der Torte. Den nenne ich Torti. Das ist der Tortenrod. Es gibt ja einen Tortenschlumpf, beide Schlümpfe, und ich habe einen Tortenrod. Ah, Jungs, habt ihr was gefunden? Wenn ja, sagt mir das bitte. Oder springt einfach niedlich umher. Letzteres werden sie wahrscheinlich machen. Hier können wir überall noch nicht lang. Irgendwo muss es aber einen Weg geben. Ah ja, okay, wer Augen im Kopf hat, ist komplett im Vorteil. Die Plattform habe ich nicht gesehen. The rots seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit.
I seek passage to the Sacred Mountain Shrine. Our village is bound to the shrine's energy, but that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother. We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. It is bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Taros Maske. Die haben wir jetzt. Okay. Geistermasken. Drücke Steuerkreuz nach links, um Geistermasken zu tragen. Schau durch die Maske, um deinen Weg zu finden. Öffne Geisterbarrieren und enthülle wichtige Objekte in der Umgebung. Geistermasken sind hilfreich, um Rods zu finden, die in der Welt versteckt sind. Okay. Da schaue ich doch gleich mal durch. Da oben muss aber was sein, oder? Auf eine Art ganz cool gemacht, dass wir jetzt hier so in der Ego-Perspektive umherschauen können. Aber wir können dann wirklich uns nur umschauen. Bewegen kann ich mich nicht wirklich. Aber warum ist das da oben so blau? Kurios. Aber hier vorne war ja noch irgendwas. Ah ja. Hier war was. Ach, das wird mir generell auch durch die Bäume da angezeigt, glaube ich. Wo ist denn das? Da hinten? Der alte Mann sagt ja auch, wir müssen Benny und Sayo helfen. Das sind ja die beiden kleinen Jungs. Und das werden wir natürlich auch tun. Wir haben ja in dem kurzen Rückblick auch den Bruder gesehen. Wenn es denn der Bruder war, aber ich glaube schon, dass er das war. Und jetzt komme ich hier durch, wa? Hm, da ist so eine Geistermaske. Und da sind die beiden auch. Jetzt kann ich noch mit denen reden, wa? Hey, is that Taro's mask? Did Zaju give it to you? Maybe you can use it to open this barrier. Ja, das hatte ich vor. Ach so. Hier kann ich das machen. Okay, na dann folgen wir den beiden mal. Ja, ich glaube, das sind wirklich Geister und wir müssen halt denen vernünftig den Weg in die nächste Welt bereiten. Irgendwas hält sie noch in dieser Welt und wir müssen herausfinden, was das ist. Wahrscheinlich ist es die Ungewissheit, was mit ihrem Bruder passiert ist. Ich weiß es nicht, ist jetzt nur eine vage Spekulation. Kein Spekulatius, sondern Spekulation. Meine Güte, haben wir eine Menge Punkte jetzt gefunden. Ich soll mich ja immer umschauen, auch um Rods zu finden. Das müsste ich ja dann an jeder Stelle machen. Was fliegt da oben? Oh, da war ein Rod. Ein fliegender Rod. Oh, was ist das?
Jungs, was ist denn das hier? Da kann ich nichts mitmachen. Irgendein Symbol. Was war denn das? War das gerade ein Rod? Ein ziemlich flinker Rod, der da unter die Blätter gerannt ist. Oha. Haben wir noch was? Aber irgendwas kann ich doch hier machen. Da unten waren wir schon. Aber könnte ich jetzt hier irgendwas machen? Ja gut, dann könnte ich das wahrscheinlich auch tun, aber geht nicht. Von daher gehen wir erstmal weiter. Da führt uns der Weg durch. Schon klar. Das ist eine Barriere. Die können, glaube ich, nur die Rods wegräumen. Ich schließe das jetzt mal aus dem Kontext. Wir kriegen hier echt eine Menge Punkte. Dann gibt es wahrscheinlich auch eine Menge Ausrüstungsgegenstände für die Rods. So, Jungs. Ihr müsst mal wieder ran. Und das wäre schön, wenn er das dahin bringt. Und dann komme ich auch da hoch. Oha, was ist das denn? Du hast Geistpost gefunden. Du hast etwas gefunden, das einem Dorfbewohner gehörte. Bringe es zu seinem Haus im Dorf. Der Ort ist auf deiner Karte markiert. Echt, ja? Jungs, das müsst ihr auch mal aus dem Weg räumen. Die braucht man auf jeden Fall, wenn man umzieht. Am besten gleich 100 Stück davon. Die tragen euch die Möbel hoch, die tapezieren euch die Zimmer oder streichen die Wände. Echt nice gemacht. Ach du Scheiße, was ist das denn hier? Ach so, das sind die Briefkästen, glaube ich. Genau. Und wenn wir halt diese bestimmte Post gefunden haben, die einem bestimmten Bewohner gehört, und wir bringen die halt dann auch zum richtigen Haus zurück, dann können wir das Siegel lösen. Oh oh. Okay, das sind normale Gegner. Oh, verdammt. Na, greift mich nur an. Okay, die nehmen das Wort wörtlich. Ich wollte eigentlich blocken. Wie oft kann ich eigentlich den Mut aufladen, frage ich mich gerade. Oh. Hey. Oh ja, das waren alle. Ich habe auch mitbekommen, dass, wenn der Kampf dann vorbei ist, dass sich dann Honkina auch die Lebensanzeige wieder auflädt. Dann müssen wir die Rod verwenden. Echt geil, wie schnell das dann immer grün wird. Das war der Dorfbewohner. Ich glaube, den haben wir jetzt in eine andere Welt begleitet. Da hat ja Kina ihrem Job alle Ehre gemacht, denn sie ist ja eine Geisterführerin. Wie ihr Vater auch. So, mal gucken. In das Haus kann ich da eventuell rein. Nee, sieht nicht danach aus. Oh, ist da? Ah, da ist ein Rod unter. Es muss aber auch einige Rods geben, die relativ gut versteckt sind. Ansonsten müssten wir nicht diese Maske benutzen. Weil wenn ich mich relativ gut umschaue, dann finde ich auch viele Rods. Der eben war natürlich nicht zu übersehen. Oh, Pilze. Her damit. Okay, das war ein neuer Rod-Hut. Wenn wir dann bei dem Hutwagen wieder rankommen, dann werde ich die sicherlich mal ausrüsten. Aber jetzt gehen wir erstmal weiter, oder? War ich hier schon? Achso, ja, genau. Da war ich schon. Da oben scheint es dann weiterzugehen.
Aber ich laufe ja immer gerne erst den Nebenweg. Wer weiß, was wir hier noch finden. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Hier wird sich wahrscheinlich nachher eine Brücke oder sowas auftun. Wie sie gespannt immer auf mich warten, was ich mache. Gucken alle hoch. Okay. Muss man sich auch erstmal dran gewöhnen. Hier scheint es auch nicht weiterzugehen. Was sagt die Karte eigentlich jetzt? Hier sind noch Barrieren, glaube ich, wa? Rot-Hutwagen. Was haben wir denn jetzt gefunden? 2 von 24 Rot. 4 Hüte. 21 gibt es insgesamt. Eine Geisterpost und eine verfluchte Truhe. Und unser Weg führt uns natürlich hierhin. Das ist ja diese Aufgabe, die wir jetzt machen müssen, um diesen Zwillingen da zu helfen. War denn jetzt der Weg? Hier geht's weiter, glaube ich. Oh, da sind sie ja auch schon. It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Na klar, Jungs. Ich kümmere mich drum. Achso, da war ich schon. Hier komme ich auch nicht durch. Ich will mich einfach immer zu oft umschauen. Aber ich glaube, ich muss erstmal ein bisschen der Hauptgeschichte folgen, ehe wir hier weiterkommen. Oha, da ist wieder so eine Blume. Was ist das? Heile dich! Die Rot können Spezialblumen reinigen, um Kinas Gesundheit wiederherzustellen. Schicke deinen Rot auf sie, indem du Viereck drückst. Außerhalb des Kampfes wird Kinas Gesundheit automatisch wiederhergestellt. Okay. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht. Hauen wir dem erstmal das Schild weg und dann die Maske. Das sind ja nur normale Gegner. Ich glaube sogar, mit einem schweren Angriff kann ich auch nur das Schild zerstören von dem. Wir müssen, glaube ich, auch erstmal eine bestimmte Anzahl an Gegner fertig machen, die wir diesen Baum hier dann halt befreien oder in dem Fall reinigen können. Ordentlich Mut ansammeln. Rot verwenden. Wow. Okay, jetzt waren die da dran und habe ich Gesundheit bekommen? Ich glaube ja, oder? Ich habe gerade nicht wirklich drauf geachtet. Kann ich eventuell auch Gegner anvisieren? Weil ich muss immer die Kamera mitdrehen. Das scheint der letzte gewesen zu sein. Ja, man muss ja auch erstmal wissen, wie das hier alles so funktioniert. Ah, die Blume. Ja, ich weiß nicht, kommt noch ein Kampf? Ah, ich bin mir nicht sicher. Ich würde mir die ganz gerne noch aufheben. Ach so. Dadurch wird die Blume dann auch befreit, ich verstehe. So eine Blume hatten wir doch gesehen gehabt. Eine Waldträne. Oha, was ist das denn? Bring deine Rot zusammen. Waldtränen stellen vorübergehend die ursprüngliche Form der Rot wieder her. Verwende rechten Analogstick, um die Wolke zu bewegen. In dieser Form können die Rot Feinde angreifen, Barrieren zerstören und Verderbnis bereinigen. Auch nice. Ach so, das kostet Energie. Ach, das kann ich nur an so einer Träne machen? Tatsache. Okay. Ja, für einen Kampf ist das sicherlich echt geil. Aber da muss auch so eine Blume in der Nähe sein. So, diese hell leuchtenden Laternen, da muss ich den Impuls in der Nähe machen. Dann kommen so eine Karma-Punkte bei raus, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt? Schauen wir doch mal. Das können wir uns schon holen. Jetzt haben wir den Rot-Hammer. Halte R2 und drücke Viereck, um einen Rot-Hammer zu erzeugen, der aus der Entfernung zuschlagen kann. Mehr kann ich mir aber nicht holen, oder?
Ach so, das muss ich vorher drücken. Dann passiert sowas. Na Jungs, da müsst ihr aber eure Hüte festhalten. Okay, dann geht's weiter. Nur komme ich nicht weiter. Kann ich das nicht machen? Na? Da verliere ich ja Energie. Ach so. Ja, schon klar. Nee, die Jungs können das irgendwie auch nicht kaputt machen. Aber ich habe ja nicht umsonst diese Träne hier. Was ist das? Damit kann ich nichts machen. So. Damit geht das, glaube ich. Kann ich das hier auch kaputt machen? Ah. Mal gucken, ist da was? Ja, da ist was. Ich glaube sogar, da ist noch ein Rot drin. Ne? Aber wir machen das hier vorne erstmal. Ach, scheiße. Wenn ich schnell renne, ist das halt weg. Ja, ich glaube, ich kann die Barriere da vorne mit kaputt machen. Hey, ich hänge fest. Oh, Jungs, was soll denn das? Jetzt aber. Da kommt mal schön mit. Ihr müsst da hin. Habe ich mir doch gedacht. Jawohl. Da kommen wir schon mal durch. Aber hier vorne war noch was. Was hatte ich denn jetzt hier freigeschalten? Ach so, ein Rod. Okay. Ich muss mich wirklich in der Umgebung umschauen. Rods können sogar in Heuhaufen sein. Das wusste ich nicht. So. Haben wir den auch schon. Wir müssen noch da vorne. Ist ein bisschen blöd gestaltet, finde ich, wegen der Kamerasicht. Wenn wir die hier so zusammengeführt haben. Ist da hinten noch eine Blume? Oh, Kamerasicht. Mensch. Over here, Kena. There's something in the ground. I bet a Echt, ja? Diese Waldträne, die wir jetzt da so freigeschaltet haben, da war im Dorf auch sowas. Genau, da wo die beiden jetzt stehen, das hatte ich schon gesehen. There must be something nearby. Let's look around. Okay, ich muss das wahrscheinlich irgendwie freischalten. Oder ich muss mir von da hinten was holen. Rod verwenden. Achso, da sind noch Punkte. So, jetzt muss ich die auffüllen. Na gut, Jungs, dann bringt das mal bitte. Ja, bringt das mal bitte hier hin. Wie viel tragen das jetzt? 5 Rods? Okay. Hey, the little rock guys did it. They made another one. Okay, es braucht also 5 Rods, um eine Waldträne wieder zu beleben. Und jetzt müssen wir die weiteren Barrieren zerstören. Ich finde es aber ein bisschen blöd mit der Kamera. Ah, verdammt. Achso, ich kann ihr auch. Ach nee. Ich muss erstmal damit zurechtkommen. Das ist mit freigeben. Wenn ich L2 drücke, ja gut, dann sind die gleich frei. Achso, damit kann ich auch den Rodhammer machen. Die haben auch einen bestimmten Impuls. Aha, aha, okay. Man müsste jetzt natürlich da vorne lang, aber ich möchte erstmal das hier zerstören. Die Kamera ist wirklich ein bisschen behäbig, was das angeht. So gut wie neu eine Trophäe erhalten. Was ist das denn? Oho, eine Menge Punkte. Wir machen erstmal das da hinten kaputt.
Wenn, dann machen wir das richtig. Das ist wirklich das Blöde. Die Kamerasicht ist sehr behäbig. Die ist quasi auch auf die Rods hier fixiert. So, jetzt noch das letzte und dann haben wir's. Schade, dass ich damit nicht schnell rennen kann. Jetzt haben wir aber alle. Brauchen wir das nicht mehr. Da war wieder der Kantenmaler, da können wir wieder hoch. Irgendwas höre ich hier. Hier muss ein Rod in der Nähe sein. Oder waren das die Rods, die mir folgen? Klang auf jeden Fall nach einem Rod. Ja, das ist wirklich ein bisschen wie Tomb Raider. Da muss ich rüber. Wo sind wir denn nun gelandet? Warp? Ach, ein Schnellreisepunkt. Ah ja. Okay, ich würde sagen, das ist eine gute Gelegenheit, um jetzt einen kleinen Cut zu setzen. Wir haben ja ein bisschen was freigeschaltet, ein bisschen was aufgedeckt und gefunden. Sollte erstmal für diese Folge reichen. Ich glaube, in der nächsten Folge, genau dort hinten an dieser Stelle, wird dann ein weiterer Bosskampf kommen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaltet auch zur nächsten Folge ein. Dann geht's weiter mit Kina.